Das Seeamt hat sich in seiner heutigen Sitzung mit der Strandung des Fischkutters BX501 vom 3. Oktober auf Jungnamen Sand zu beschäftigen. Für die Zwecke dieser Untersuchung sind vom Seeamt geladen worden, erstens als Beteiligter Kapitän Hermann Peter. Drittens als weiterer Zeuge der Kapitän des Rettungsbootes Vormann Max Grünke, Rettungsboot Karl Leis. Zunächst soll uns der Kapitän Peters als Beteiligter den Hergang schildern. Bitte, Herr Kapitän. Am 21. September lief ich mit meinem Schiff BX501 von Cuxhaven aus zur Fangreise nach der nördlichen Nordsee. Wir passierten Feuerschiff 11.1 um 9 Uhr. Um 10.30 Uhr waren wir quer ab Helgoland. Dann nahmen wir direkten Kurs nach Norden und erreichten die Fanggründe am 26. Es waren eine Menge Fahrzeuge an der Arbeit. Bei gutem Wetter fingen wir auch sofort an zu fischen. Arbeiteten wir Tag und Nacht. Der Fang war gut. In 4 Tagen hatten wir unsere 300 Korb Fische zusammen und begaben uns am 29. bei gutem Wind und ruhiger See auf die Heimreise. Wir waren schon 3 Tage unterwegs, standen auf 57 Grad 9 Minuten Nord, 4 Grad 12 Minuten Ost, Kurs 162 Grad, liefen vor Segel und Motor 7 Knoten. Da kam um 17.20 Uhr die Sturmwarnung. Achtung, Achtung, hier ist Elbe Weser Radio. An alle Schiffe, Sturmwarnung für die gesamte Nordsee, Sturmwarnung für die gesamte Nordsee. Gefahr Südwest 10 bis 11. Gefahr Südwest 10 bis 11, später recht drehend auf West bis Nordwest, auf West bis Nordwest, Ende. Dass wir das Großsegel einholen mussten. Ich ging dafür mit dem Motor auf höhere Touren, um vielleicht noch einen Hafen zu erreichen. So liefen wir 1,5 Tage.
und hatten schon aufs Äußerste gerefft. Der Sturm stieß in harten Böen aus umspringenden Richtungen. Durch die schweren Hecksehen konnte ich das Schiff kaum noch auf Kurs halten. Da setzte plötzlich der Motor aus. Die Kühlwasserleitung war gebrochen. Ein Kolben hatte sich festgefressen. Das Schiff schlug in der See sofort quer. Ich konnte nur noch versuchen, den Schleppanker ausbringen zu lassen, um vor Top und Tackle zu treiben und musste jetzt SOS Schiff in Not geben. Achtung, Achtung, Seenotzentrale Bremen von Seenotfunkstation Rote Sand Leuchtturm. Achtung, Achtung, Seenotzentrale Bremen von Seenotfunkstation Rote Sand Leuchtturm. Schiff in Not, Schiff in Not. Treibt vor Top und Takel in mittlerer Nordsee. Treibt vor Top und Takel in mittlerer Nordsee. Kann keine Position angeben. Kann keine Position angeben. Dadurch schlecht Wetter nicht möglich war, Besteck aufzunehmen. Wind- und Stromversetzung durch dauernd umspringende Richtungen nicht zu berechnen. Durch Funk anpeilen lassen. Meldet sich nicht mehr. Alarm an alle Seenotstationen. Rettungsboote der Stationen List, Amrum, Büsum, Friedrichskoog, Helgoland und Norderney. Auslaufbefehl. Seenotstation Norderney. Jawohl, wir laufen in 20 Minuten aus. Ende. Seenotkreuzer Bremen auf Einsatzposition bei Schahörn. Seenotkreuzer Bremen auf Einsatzposition bei Schahörn. Seenotzentrale Bremen. Seenotfall. Position unbekannt. Gehen Sie sofort Anker auf und suchen Sie folgende Planquadrate ab. 1809. 1809. 10. 19 und 20. Bleiben Sie auf Notwelle. Nehmen Sie Verbindung mit allen Rettungsbooten und Seenotfunkstationen auf. Ich wiederhole. Gehen Sie sofort Anker auf und suchen Sie folgende Planquadrate ab. 1809, 1809, 10, 19 und 20. Bleiben Sie auf... Die Frau von Kapitän Peters ist bei ihrem Amtsvorsteher und fragt an, ob wir schon etwas wissen, da ihr Mann doch überfällig ist. Die Rettung Schiffbrüche, Kapitän Bärbel Gretner. Herr Amtsvorsteher, wir haben bei dem Wetter viele Notrufe bekommen. Alle Rettungsboote sind unterwegs und wir stehen mit Ihnen und den Seenotfunkstationen in ständiger Funkverbindung. Beruhigen Sie bitte, Frau Peters. Es wird schon gut gehen. Achtung, Achtung, Seenotzentrale Bremen von Rettungsboot Weser. Seenotzentrale Bremen von Rettungsboot Weser. In den uns befohlenen Planquadrat ist nichts zu finden. Die Sicht wird immer schlechter. Die Sicht wird immer schlechter. Da ist er also nicht. Diese Boote können wir dann zurückrufen, um sie nicht unnötig bei dem orkanartigen Sturm zu gefährden. Vor zwei Jahren haben wir ja schon eins dadurch verloren. Diese drei Boote bleiben in See und suchen weiter. In diesem Wetter trieb ich mir den Jungen bis in die Nacht hinein. Der Steuermann war von der See über Bord geschlagen, konnte nicht mehr gerettet werden. Zwei Mann waren verletzt. Dann sind wir gestrandet. Wo wir waren, wussten wir nicht. Wir hatten uns in den Wanden festgeklammert und waren schon ganz erstarrt. Ich schoss die letzten Notraketen ab. Wir hatten kaum Hoffnung, dass wir noch gesichtet werden könnten.
Achtung, Achtung, Seenotzentrale Bremen von Seenotfunkstation Hörnum Leuchtturm. Seenotzentrale Bremen von Hörnum Leuchtturm. Ich sehe in südlicher Richtung Notraketen aufsteigen. Ich sehe in südlicher Richtung Notraketen aufsteigen. Wie peilen die Raketen? Wie peilen die Raketen? Ich peile die Notsignale in 197, 197 Grad. Ich peile die Notsignale in 197, 197 Grad. Achtung, Rettungsboot Karl Leis, hier ruft Sie die Seenotleitung Bremen. Hier ruft Sie Seenotleitung Bremen. Jawohl, wir haben schon auf Notwelle mitgehört. Liegen bereits auf neuem Kurs, 87 Grad, und hoffen, Sie zu finden. Da ist er. Jo, da ist er. Zwei Mann hängen in den Wanden. Ran! So ein Shit. Neuer Anlauf. Leinpistole und Rettungsschloss klar. Jawohl, wir haben sie. BX 501. Kapitän Hermann Petersen gestrandet auf Jungnahen Sand. Steuermann Jens Hock gestern von der See über Bord geschlagen. Ist ertrunken. Zwei Mann verletzt. Wir laufen nächsten Hafen Amrum an. Bestellt Krankenwagen und verständigt Angehörige. Schiff versuchen wir bei Hellwerden zu bergen. Ende, Ende. Und so wurden wir gerettet. Jens Fock ist geblieben. Am nächsten Tag haben sie mein Schiff geborgen. Wir haben unseren Rettern alles zu danken. Aufgrund der durchgeführten Beweisaufnahmen verkündet das Seeamt folgenden Spruch. Ein Verschulden der Schiffsleitung liegt nicht vor. Die nach dem Unfall getroffenen Maßnahmen sind nicht zu beanstanden. Die Besatzung des Rettungsbootes und die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger verdienen wegen ihres erneuten, erfolgreichen Rettungswerkes besondere Anerkennung. Immerhin ist dies der 9320. Fall der Rettung eines von der See bedrohten, wertvollen Menschenlebens. Ich habe die Schirmherrschaft für die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger gern übernommen. Umso mehr, als mir die Leistung der Gesellschaft im Jahrzehnt ihres Bestehens und die Hingabekraft ihrer Mannschaften vertraut ist. Ich darf hoffen, dass trotz aller Beschwernisse unserer Zeit diese Arbeit sich im Bewusstsein des Volkes so gefestigt hat, damit aus dem Geiste der freiwilligen Hilfsbereitschaft im persönlichen Einsatz wie in der opferfreudigen Unterstützung die Tradition der Gesellschaft und ihre Aufgabe gesichert bleiben. Gott segne das Rettungswerk.